Hallo Liberalfreaks, meine Frau brutzelt das Unkraut von unserer Einfahrt runter, ist ein bisschen laut. Deswegen gehen wir mal in die Werkstatt, weil ich etwas richtig, richtig, richtig Cooles für euch habe. Und deswegen sage ich herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Yeah, ihr habt so oft danach gefragt, wir haben einen Handspindelmäher, einen aktuellen, einen modernen, einen heute frisch zu kaufenden Handspindelmäher gekauft. Von Husqvarna, den 540. Yo! Ja, lieber Handfix, ihr wolltet wissen, kann man auch mit so einem einfachen Handspindelmäher mähen? Ich habe ja diesen alten Brill-Handspindelmäher gehabt. Guckt euch schon mal das Video an. Alter Brill-Handspindelmäher. Jetzt hier ein ganz aktueller Husqvarna-Handspindelmäher. Kostet schlappe 200 Euro. Wahnsinn! Relativ breit. Also ist schön breit. Was hat er eigentlich? Schnell das Hightech-Feature. Hightech-Feature. Schnittbreite von 40. Schnittbreite und 40 cm. Nicht schlecht. Plastik. Plastik. Blech. Plastik. Was mir gleich auffällt, er rutscht relativ leicht. Oh, hier ist ein Chaos. Chaos in der Rasenfreak-Werkstatt. Kippen wir nochmal auf den Kopf. So. Zack. Kamera ran. Genau. Also er ist nicht ganz perfekt geschliffen. Aber er quietscht ein bisschen. Ich hoffe, das lässt noch nach. Ein relativ dünnes Untermesser. Hier eine relativ einfache Verstellung. Hier mit so einer Feder vorgespannt. Die Schraube, um das Untermesser einzustellen. Ganz einfacher Blechrohrrahmen. Und das Allerschlimmste, was mich schon richtig frustriert, für 200 Euro eine Plastikrolle. Eine Plastikrolle. Hier auch ordentlich Spiel drin in dieser Aufnahme, auch Plastik. Ich sage bewusst nicht Kunststoff, sondern Plastik, weil ich das total billig finde. Die läuft auch nicht ganz gleichmäßig, hat Spiel. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Ich bin vor allen Dingen gespannt, ob der Husqvarna im Vergleich zu meinem Brill jetzt nicht mehr dieses Riffelmuster macht. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Nochmal den Schnitttest, immer schön vorsichtig sein. Zack, ja, zack, zack, 1, 2, 3, 4, 5 Messer. Ja, das ist natürlich zu wenig. Mitte, 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Durch das Gras wird immer auch ein bisschen die Schnallfläche gefettet. Zack. Zack, schneidest du. Zack, 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 wunderbar, zack. Also schneidet gut. Ich habe ihn eingestellt. Ich habe ihn vorher eingestellt. Ich muss ihn ganz leicht nachstellen. Ja. Könnte noch ein bisschen perfekter sein. Quietscht ein bisschen. Ich bin gespannt, wie er jetzt auf dem Rasen sich bewährt. Gut, wir müssen noch die Stangen hier anbauen. Die müssen hier so reingesteckt werden. Auch ganz primitiv, aber nur reingesteckt in die Löcher. Zwei Stangen. So. Dann kommt hier ein bisschen schwenken. So, dann wird das einfach hier so zusammengehalten. Also wirklich, wirklich primitiv. Hier kommt dann, das kommt jetzt hier rein. Okay. Auseinandergedrückt. Okay, und dann kommt da eine Schraube durch, also boah, das ist schon also das ist schon einfach, ich sag's mal, einfach gemacht. Einfach gemacht.
Und die Schraube ist auch echt grenzwertig kurz. Also gut. Schön zusammenschrauben, das ist gut. Okay, fertig. Wir haben jetzt hier vier Schnitthöhen, 12, 20, 28 und 38. Fangen wir nochmal gleich mal mit 38 an. Da zieht man einfach hier so einen kleinen Pin raus. Das ist jetzt die höchste Schnitthöhe. Was mich schon total nervt, hier dieser Aufkleber hält nicht. Ey, das ist doch nicht wahr. Fällt schon ab hier. Das braucht man auch nicht. Das ist gruselig. So, okay, auf den Rasen. Yeah. Diese Fläche habe ich auf 40 cm. 40 cm. Die Fläche habe ich auf 40 mm gestern gemäht. Und da gehen wir jetzt mit 38 erstmal rüber. Finde ich jetzt schade, ne? Er kippt. Oh, er kippt auch noch da. Steht nicht. Das finde ich jetzt ganz doof. Steht nicht. Okay. Gut. Was ich auch schade finde, ist, dass man nur vier Höhen hat. Das ist mir viel zu grob. Ich würde es gerne kontinuierlich einstellen. Beim Brill konnte man das fantastisch, ganz kontinuierlich und sauber exakt einstellen, das geht hier nicht. Aber der Schnitt ist nicht schlecht. Erstaunlich. Richtig cool finde ist diesen Griff. Also der Griff ist klasse. Lieber Freaks, das ist jetzt hier der Fangkorb. Immerhin, es gibt einen Fangkorb dazu. Naja, auch nicht schlecht. Also zum Einklipsen. Hier so reingeklipst. Dann wird er hier mit diesem Haken einfach hier so an den Bügel gehängt. So. Ich habe ihn jetzt auf 20 gestellt nach Angabe. Es gibt noch 12. Jetzt gucken wir mal, was er bei 20 jetzt hier erstmal auf meinem Abschlag macht. Da habe ich eigentlich auf 15 gemäht. Auch gestern, genau. Und jetzt ziehen wir mal hier rüber. Da passiert gar nichts. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Macht er jetzt Rillen oder nicht? Wir gehen jetzt auf 12, unterste Stufe. So, da müsste jetzt hier was passieren auf meinem Abschlag. Hast du? Mhm. Und was sieht man? Was sieht man? Das ist genau der gleiche Schrott. Das ist ein Rillenmuster. Die Dinger machen ein Rillenmuster. 5 Messer ist zu wenig.
Das geht ja gar nicht. Seht ihr das? Hier, zack, 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 voll die Rillen drin. Da kann ich jetzt noch mal dreimal rüber gehen, das wird wahrscheinlich auch nicht besser. Oh Mann! Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ist auch nicht besser als mein 20 Jahre alter Brill. Geht gar nicht. Ich habe meinen Abschlag versaut. Oh Mann, ey. Ich bin enttäuscht. Also ich sag mal, für hohes Gras kein Problem. Macht da einen super Schnitt. Aber wenn wir hier die zwischen 10 und 20 mähen wollen. Erstens ist er nicht einstellbar auf einen Millimeter, nur in diesen blöden Rastpositionen. Da war mein Brill viel besser, da konntest du ganz genau jede Höhe einstellen und dann macht er genau die gleichen Riffelmuster. Ja, lieber Radfix, also wenn man genau hinguckt, dann sieht man auch bei dem hohen Gras, ne, hier 38 mm, auch eine Riffelung, aber die fällt halt bei dem hohen Gras nicht so stark auf. 5 Messer funktionieren also auch bei modernen Handspindelmähern nicht. Also ich werde damit nicht zufrieden. Ich meine, ihr müsst ihr entscheiden, ob ihr das, euch das reicht. Aber ich will keine Riffelmuster. Ich will einen gleichmäßigen Schnitt. Und dann muss die Spindel entweder schneller drehen oder es müssen mehr Messer sein. Wenn es mehr Messer sind, ist die Spindel natürlich auch schwieriger zu schieben. Es gibt einen einzigen Mäher hier in Europa, in Deutschland zu kaufen. Sehr teuer das Gerät, aus Amerika importiert von AmericanLawn.com. Die bieten halt eben tatsächlich auch Handspindelmäher mit mehr Messern an, für dann hoffentlich ein besseres Bild. Ich besorge mir so ein Ding. Bleibt dran, ihr werdet sehen. Danke fürs Zuschauen, ciao.